Die Feuerwehr Weinstadt wurde die letzten 2 Tage aufgrund von Starkregen und Sturm zu 24 unwetterbedingten Einsätzen gerufen. Hauptsächlich handelt es sich dabei um umgestürzte Bäume und vollgelaufene Tiefgaragen und Keller. Also es stellten sich für uns keine Schwierigkeiten dar. Die Anfahrten waren soweit frei, also bis zu den Einsatzstellen war das problemlos. Ansonsten gab es auch keine weiteren Schwierigkeiten. Ja, für die Einsatzkräfte war das jetzt problemlos. Es waren 2 Tage hintereinander, 24 Einsätze, haben sich über 5 Abteilungen verteilt. Und es war so, dass pro Tag so circa 3 bis 4 Stunden die Einsatzkräfte im Einsatz gebunden waren und somit noch relativ problemlos war für die Einsatzkräfte. Also von den 24 Einsatzstellen war es oft so, dass die vollgelaufenen Keller und Tiefgaragen bereits wieder das Wasser rückläufig war, wo die Feuerwehr angekommen ist. Da wurden dann auch keine Maßnahmen mehr eingeleitet, wenn das Wasser natürlich abgeflossen ist. Brauchen wir nicht auch noch mit Pumpen arbeiten. Wir hatten am ersten Tag 2 Bäume, die entfernt werden mussten von der Feuerwehr. Da wurde mit Motorsägen dann die Straßen wieder freigemacht. Das war einmal die Verbindungsstraße nach Eichelberg, die komplett zu war und gesperrt war aufgrund eines Baumes, der über die Straße lag, und einmal in Beutelsbach in der Schönfelder Straße. Da wurden die Bäume beseitigt von der Feuerwehr, und gestern in Endersbach in der Pestalozzi-Straße lief eine Tiefgarage ca. 1 Meter voll mit Wasser, wo die Feuerwehr auch mit mehreren Pumpen die Garage wieder freigepumpt hat. Ansonsten, wie gesagt, waren die Einsatzstellen eher so, dass es auf dem Privatgrundstück war, wir dort dann nicht tätig geworden sind und wir dann die Bürger und die Eigentümer aufgeklärt haben über die rechtlichen Themen bezüglich des Einsatzes und über die Kostenersatzpflicht. Denn natürlich stellt die Stadt für Einsätze, die dort auflaufen, auch Kostenersätze. Die angefallenen Kosten werden dort in Rechnung gestellt. Und so ist es dann manchmal vielleicht interessanter, auch den umgestürzten Baum auf dem privaten Grundstück selber wegzusägen, als dass das die Feuerwehr machen tut. Ja, man sollte zumindest mal schauen, ob es irgendwie eine Gefährdung vorliegt, ob irgendwie ein Baum dann auf der Straße liegt, ob der irgendwelche Straßen blockiert, ob das, wie gesagt, eine Gefährdung davon ausgeht. Wenn keine Gefährdung ausgeht von diesen Einsatzstellen, dann kann man auch gerne selber tätig werden. Die Feuerwehr muss das nicht machen. Wie gesagt, Einsätze, die unwetterbedingt sind, sind kostenersatzpflichtig. Da kommt die Feuerwehr und macht das natürlich auch dem Bürger gerne, aber wie gesagt, die Stadt stellt da dafür eine Rechnung, und da kann man sich dann wohl überlegen, ob man das dann selber macht und das nichts kostet oder dann die Feuerwehr kostenersatzpflichtig abarbeitet. Die letzten 2 Tage waren alle 5 Abteilungen mit bis zu 10 Fahrzeugen und jeweils so rund 50 Einsatzkräften im Einsatz.